Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 1. Juni 2018? Heute ist wieder ein Schicksalstag. Das bedeutet, wir haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Und es gibt Menschen, die daran glauben. Und sie setzen das als Ziel. Sie lassen sich auch nicht ablenken. Sie zweifeln auch nicht. Und sie erreichen ihren Zielen. Und diese Menschen haben außergewöhnlichen Erfolg im Leben. Und es gibt bestimmten Tagen, was ich als Schicksalstage bezeichne, weil durch diese Entscheidungen ändert sich etwas in unserem Schicksal. Es sind Tage, wo das ganz nah ist, wo wir Hoffnung pflegen, dass dieser Wunsch zur Erfüllung geht. Dann gibt es auch Tage, wo es so erscheint, so hoffnungslos. Wir geben auf, wir fangen an, daran zu zweifeln. Und dann gibt es auch Tage, wo entscheidend ist, weil entweder machen wir einen Schritt zu auf unserem Wunsch und wir glauben daran, also wir überwinden quasi unseren Zweifel, oder die Zweifel verstärkt sich und es werft uns zurück. Der heutige Tag ist nun ein Schicksalstag und heute haben wir das Gefühl, es erscheint alles so hoffnungslos zu sein. Und wir neigen dazu, davonlaufen, wir neigen dazu, das aufzugeben. Und natürlich entsteht einen inneren Zweifel oder sogar Angst. Obwohl die Einflüsse von außen, von den Sternen, ist sehr schön und harmonisch. Also das liegt wirklich nur an uns, wenn wir anfangen, an uns selbst zum Zweifeln. Und die Einflüsse von Sonne, Mond und die Sternen. Die Scheinbewegung der Sonne ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Merkur nähert sich zur Sonne. Und das bedeutet, es ist eine Nachricht zum Erwarten und dadurch kommt Klarheit, Orientierung oder kommt zum einen klärenden Gespräch. Es nähert sich schon. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Und das bedeutet für uns alle in diese Richtung schauen, weil die Zwillinge vermitteln uns etwas. Und das beschreibt die mythologische Geschichte der Tierkreiszeichen Zwillinge. Es gab einmal eine wunderschöne Frau Leda. Sie war die Königin von Sparta. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Das Problem war nun, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta und passierte Folgendes. Sie wurde von beiden Männern schwanger, auch von Zeus und auch von dem König und gebar die Zwillinge Castor und Pollux. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich, und Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden, tatsächlich die beiden Sterne stehen in einer Verbindung. Und wo das soweit war, dass Castor am Sterben lag, dann bat Pollux sein Vater Zeus um die Sterblichkeit, weil er sagte, ich kann nicht meinen Zwillingsbruder alleine lassen bei Sterben, ich möchte auch sterben. Und das deutete darauf hin, dass die beiden immer verbunden sind. Und Pollux wollte seinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen. Das hat Zeus berührt
Und Zeus hat die Entscheidung getroffen. Zeus hat beiden im Himmel gesetzt und beide hat unsterblich gemacht. Und so leuchten die beiden Sterne, die beiden Zwillinge Castor und Pollux in der Kreiszeichen Zwillinge. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung und dieser Tierkreiszeichen steigt gerade in Osthorizont auf, also wie ein Sonnenaufgang, tatsächlich ist es auch Sonnenaufgang, und zeigt sich für uns alle etwas Lernen von den Zwillingen. Und das bedeutet ein höheres Bewusstsein. Oder dieses Bewusstsein zu haben, dass wir immer in Verbindung stehen zu den Göttlichen. Und dass wir erkennen, dass wir, der Planet Erde oder wir Menschen oder unserem Leben, ein Teil von der Schöpfung ist. Und die Verbindung ist immer da. Und damit sollen wir bewusst sein und die Zwillinge zeigen den Weg zu den Göttlichen. Was bedeutet speziell für die Zwillingsgeborenen dieser Sonnenaufgang? Weil die Zwillinge steigen in Osthorizont auf in diesem Moment. Das ist natürlich ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, sehen, gesehen werden. Und wie ich schon sagte, es nähert sich ein Gespräch, einen klärenden Gespräch durch die Bewegung Merkur in der Kreiszeichen Zwillinge. Unserem Planet Erde bewegt sich in der Kreiszeichen Schütze und das bedeutet etwas für die Schützen geboren. Ein fester Boden unter den Füßen oder Realität oder materielle Sicherheit. Körper, Körperpflege, Sport, Bewegung und gesundes Ernähren. Gesundes Ernährung, genau. Also das ist ein Hinweis für die Schützengeborenen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich in der Kreiszeichen Steinbock und trifft mit Saturn. Saturn ist rückläufig, erinnert uns an die Vergangenheit und weil bei Saturn auch nicht nur unserem Schicksal handelt, sondern auch unserem Karma, es ist gut möglich, dass gerade die karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen aktiviert wird. Wir fühlen das, weil Mond beeinflusst unseren Gefühlszustand. Mond und Merkur steht in einem Quinkungsaspekt zu der Sonne und das bedeutet innere Unsicherheit. Und das werden wir heute auch spüren. Aber unsere Aufgabe ist gerade in diesem Schicksalstag diese Unsicherheit überwinden. Und ich empfehle dazu heute die Halbedelstein Obsidian. Dieser Halbedelstein Obsidian ist ein Heilstein, auch ein Schutzstein und hilft bei Veränderungen, schenkt uns Lebensfreude, Optimismus, befreit uns von Ängsten und Zweifeln, verbessert unsere Wahrnehmung und hilft dabei, unsere Ziele zu erreichen, also auch bei Wunscherfüllung. Wir sollen Obsidian mit lauwarmen, fließenden Wasser entladen und mit Sonnenkraft aufladen. Und wir können natürlich mit Mondenergie immer arbeiten. Also wir können auch zusätzlich mit Mondkraft auch aufladen, einfach Nacht rausstellen, dass die Mondlicht Obsidian bestrahlen kann. Immer die Themen berücksichtigen, wo sich gerade die Mond bewegt. Und heute bei dieser Verbindung zum Saturn geht es um unser Schicksal, unserem Karma, aber auch unseren Wünsche. Und wir können und dürfen auch heute etwas wünschen. Und Obsidian, diese mit Energie aufgeladenen Obsidian, als Amulett tragen. Wir haben Engel, die uns begleiten.
Die jüdische Kabbala beschreibt die Tagesengel. Die Kabbala ist ein System, die ordnen die Engel. Und jeden Tag haben wir einen anderen Engel und im heutigen Tag ist, es ist schwierig auszusprechen, Haiel ist die heutigen Engel und diesem Engel ist der Meister der Universum, hilft uns die Wahrheit zu finden, unterscheidet Lüge von Wahrheit, auch unterscheidet Gutes und Böses und schützt uns von Feinden. Und wenn etwas kompliziert ist in unserem Leben, hilft dabei, die Klarheit und Orientierung zu bekommen. Im heutigen Tag verspüren wir eine gewisse Unsicherheit und unsere Aufgabe ist, diese Unsicherheit zu überwinden. Mond bekommt einen Einfluss von einem Stern und diesem Stern heißt Fasies. Das ist ein Nebel und hinter diesem Nebel ist ein Gesicht. Und durch den Nebel ist es schwer, dieses Gesicht zu erkennen. Und es ist unsere Aufgabe, die Gesichter der Menschen kennenlernen, die Wahrheit bleiben. Aber dieser Stern vermittelt uns noch etwas, etwas in Form zu bringen. Ein Gesicht geben für etwas. Und wie wird das auf den einzelnen Tierkreis zeichnen? Wie ich schon sagte, die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können damit rechnen, dass eine wichtige Nachricht kommt und da durch diese Nachricht bekommen sie Klarheit oder kommt zum einem klärenden Gespräch. Diese Unsicherheit heute spüren aber auch die Zwillingsgeborenen. Die Aufgabe ist, diese Unsicherheit überwinden und lieber warten, bis diese Klarheit kommt. Und dann, wenn alles in Ordnung ist, können sie Kraft und Mut zeigen, etwas Neues zu beginnen. Ideen haben gerade die Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist die wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, immer noch wunderschöne Liebesenergie, kommt auch alles im Fluss. Wichtig ist nicht zweifeln, sondern das Fluss des Lebens und diese Liebesenergie vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen sind karmische Themen eine karmische Neuaufgabe oder neue Begegnung. Und das ist heute auch zum Erwarten oder in die Tagen, das ist ein Prozess bei den Löwengeborenen. Die Löwengeborenen können auch mit einer Nachricht rechnen und dann geht die Sonne auf, die Licht auf und sie bekommen auch die Klarheit, auch die Wahrheit kommt ins Licht. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, dass sie ihre schöpferische Kraft, ihre Ideen umsetzen im Tat. Die Einflüsse von außen verunsichern die Jungfrau geboren. Es ist wirklich wichtig, dass sie die Plan machen und selbst die Entscheidungen treffen, so kommen sie auch ins Ziel. Wo die Jungfrau geborenen Glück haben, das ist Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren haben Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen, Ideen haben auch und sie haben Glück in beruflichen Situationen. In die Liebe Partnerschaft sollen sie noch geduldig sein. Eine gute Nachricht kommt aber und dadurch bekommen auch die Wagengeborenen die Wahrheit oder die Klarheit. Kommt die Wahrheit ins Licht oder die bekommen die Klarheit über eine bestimmte Situation. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben Glück, besonders dann, wenn sie zurückschauen in Vergangenheit oder Kontakte pflegen von Vergangenheit. Und die Skorpion geboren haben eine schöne Liebesenergie gerade. Und durch die Rückläufigkeit Jupiter kann das etwas mit der Vergangenheit zu tun. Entweder karmische Liebe oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Die Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen erschöpft und müde und sie sollen die Kraft in ihren Inneren suchen und auch finden und damit im Kraft bleiben brauchen die Skorpiongeborenen gerade die Ruhe, die Zurückgezogenheit
und die Ruhe und im Vertrauen bleiben. Sie haben Glück, gerade in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren sollen die Gespräche führen, die Gespräche suchen, entweder zuhören, was die anderen meint, oder ein Entgegenkommen ist wichtig, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern etwas selbst in Bewegung setzen. Liebe Partnerschaft ist auch wichtig bei den Schützengeborenen, aber sie zweifeln an sich selbst oder zweifeln an die Liebe, aber sie sollen das nicht aufgeben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist sehr viel los. Und es ist gar nicht die Bewegung, sondern die Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit, dieser Prozess, was sie gerade die Steinbockgeborenen haben, weil dadurch ändert sich die Schicksale. Und das sind auch die Wünsche und Sehnsüchte. Und jetzt gerade brauchen die Steinbockgeborenen die Stärke ja nicht aufgeben, sondern das muss in Form bringen, ein Gestalt, ein Gesicht geben. Das bedeutet visualisieren und auf diesem Traum vertrauen. Natürlich soll das realistisch sein, aber das sind alles erreichbare Ziele. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren haben Kraft und Mut, immer mehr Klarheit, mehr Orientierung und Glück und Aufstieg beruflich. In die Liebe Partnerschaft sind die Wassermanngeborenen etwas unsicher, ein bisschen Geduld noch, bis das Leben spiegelt etwas im Bereich Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben auch die Liebesenergie, also Glück in die Liebe Partnerschaft, auch Glück in rechtlicher Lage, in rechtlicher Situation. Dieses Glück trifft die drei Wasserelemente, die Skorpiongeborenen, die Fischengeborenen und die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist ein Heilprozess gerade. Bei vielen Wiedergeboren ist Richtung Heilung als Berufung. Ich würde nicht behaupten, dass jeder Wiedergeborenen jetzt gerade ein Heiler wird oder in einem Gesundheitsbereich arbeitet, aber einigen Wiedergeborenen werden in diesem Weg gehen, weil sie sehen an ihren wahren Berufung daran. Anderen Wiedergeborenen bringen etwas in Heilung. Entweder in Krankheiten kommt die Heilung oder in bestimmter Situation, was kränkt und schwächt gerade die Wiedergeborenen, da brauchen wir auch die Lösungen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen die Kraft, auch die Ruhe gerade. Sie sind momentan eher zurückhaltend sein, aber es ist auch gut so, weil Bewegung wird schon kommen in die nächste Zeit. Uranus wird einiges verändern bei den Stiergeborenen. Von Beratungen weiß ich, dass viele rufen an, ja, was erwartet mich? Ja, jetzt stehe ich im Uranus-Einfluss. Eins kann ich sagen, ich als Wiedergeborenen habe ich die Uranus-Einfluss erlebt in die vergangenen Jahren. Tatsächlich hat mein Leben grundsätzlich verändert in positive. Ich habe so viel Glück erlebt in die vergangenen Jahren. Auch wenn da Themen waren, habe ich immer die Kraft gehabt, das zu bewältigen. Und das hat zum Ziel geführt und ich kann nur von vieles, vieles Glück sprechen. Und damit möchte ich jeder Stiergeborenen die Mut zu geben, dass sie diese Uranus-Energie, dieser Uranus-Einfluss auch mit Freude begrüßen. Natürlich kommt Veränderungen und Umbrüche, aber auch sehr viel Glück ist möglich, dass endlich glückliche Umstände sind oder eine Verbesserung im Leben. Das ist nicht nur heute, sondern das trifft in die kommenden Jahren die Stiergeborenen. Und das war mein, aber zurück noch zum Stiergeborenen, wenn wir schon bei Glück sind, in die Liebe Partnerschaft haben die Stiergeborenen Glück. Die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und es geht blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir eine E-Mail und stellen Ihren Fragen. Und ich beantworte diesen E-Mails wirklich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro.
Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.